Das ist ein kurzer Name. Wie jetzt eigentlich in, ich wollte gerade sagen Paris und in Spanien gedacht. Wie sieht es eigentlich in Sp erstmal warten. Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber es sieht hier noch krasser aus von der See her. Und mittlerweile sind da schon so große, viele große Gebäude drin, dass man echt schon gar nicht mehr weiß, was jetzt Stadt ist. Ah. Oh, komm schon! So, ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal kurz raus und mach mal kurz hier. Ist das so? Alle Benachrichtigungen sind deaktiviert. Werden wir sehen, es wird schon wieder geschrieben. Also der Lyon entwickelt sich. Meep. Offenbar ist das komplett weg. Ich nehme. Offenbar sind alle Nachrichten weg und nicht nur. Ach du Scheiße. Wir haben eine neue Renf. Sieht ja ein bisschen aus wie eine türkische Linie irgendwie. Aber es hat wohl nur den Anschein. So, ich wollte ja wissen, was hier das mit, wie das mit dem Netz hier aussieht. Wie das hier aussieht, wollte ich wissen. Die bringen 3 Millionen ein. Also Respekt, Santiago Leon. Santiago Leon. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mir gerade ernsthaft sagen, dass ich, wenn ich die Benachrichtigungen deaktiviere, ich das nicht eingeblendet bekomme und ich dann nicht mehr sehe, wie viele ungelesene Nachrichten ich habe, sondern einfach nur. Moment, dass ich einfach nur das nicht sehe, aber trotzdem noch einen Sound bekomme. Was soll denn der Shit? Moment. Chat mache ich mal auf stumm. Für 8 Stunden. So. Wo ist denn jetzt der gerade? Der fährt nach Lyon. Ach Gott, da müssen wir noch so lange warten. Da können wir uns ja schon mal umgucken. Santiago de Compostela brauchen wir nicht so unbedingt upgraden, aber könnte man machen, weil. Was war denn da noch? Da war doch noch Santiago de Compostela bis nach Lyon. Lyon? Ne, nicht Lyon. Wie hieß das nochmal? Nach Andorra war das, ne? Ah, wo ist denn das? Ja, Andorra. Ach, Andorra war das. Stimmt, wir haben nur 2 hier unten. Wie schnell schafft denn die Taigo? Die Taigo schafft 170. Komm, danke. Und der neue Triebwagen, der. Wenn ja, den wollen wir jetzt im kompletten Triebwagen haben. Das schafft zwar nur 140. Da passen auch ziemlich viele Leute rein, also. Allein deswegen würde ich mir den holen. Allerdings haben wir noch nicht genügend Geld. Also für Santiago de Compostela dann nach Lyon werde ich es mir definitiv besorgen, weil. Na, wie soll ich sagen? 78 Jahre alt, Höchstgeschwindigkeit. 80, immer noch über hier, ne? Über Kohle. Da können wir doch gleich sagen, hier ein bisschen upgraden und der andere schon 170, da würde ich sagen, wir lassen den nochmal da, bis wir was Schnelleres haben. Doppel. Also ein Doppel. Ne, dann nehmen wir doch schon mal den hier, würde ich sagen. Da kommt man doch gar nicht mehr voran. Dann können wir das ja so lassen. Und dann ist auch kein Wunder, dass die so wenig Geld einbringt. So, dass wir bei der Linie mittlerweile. Der Ticketpreis ist bei 3000 pro Kilometer, aber. Wir transportieren eine Menge Leute, aber naja. Die Betriebskosten sind halt doch schon fast genauso hoch wie die Einnahmen. Von daher würde ich sagen, ist ein Upgrade definitiv notwendig.
Die 28.500 sollten wir noch einbekommen. Ah, okay, vielleicht doch nicht. Schade. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen auf Geld warten, aber den werden wir definitiv wegstecken und verkaufen. Sollen halt ein paar mehr Leute warten auf den nächsten. Der Pendlerzug, ach den Pendlerzug, den war gut, den Pendlerzug, den können wir ja vielleicht einpacken, wo jetzt gerade dass mit Köln da los ist, und dann können wir vielleicht nochmal von Köln woanders einen Pendlerzug fahren lassen. Das könnten wir machen. So, jetzt sind wir in Santiago de Compostela. Die Zeit ist gekommen. Vier Millionen. So muss das. Schon später. Oh nein, nichts Neues. Oh. Ich wünsche mir die alten Jahre zurück, wo es nicht so viel Neues gab. Oh, 40 Tonner. Sehr schön. Taxi. Mehrere Taxen. Mehrere 40 Tonner. Und noch mehr Taxen. Und noch mehr Züge. Und ein Containerschiff. Toll. Ach du Scheiße. Also es geht, jetzt geht's rund, jetzt können wir eine Menge machen. Verkauft. Okay. Dann müssen wir noch Geld warten. Komm, wir kriegen das Geld eh wieder rein. Ich leih mir ein bisschen Geld, so bis wir über 35 sind, und dann kaufe ich den. Und dann leih ich so viel zurück, wie es geht.